Wir sprechen heuer über den Markt und das Postulat, das hier einmal im Mittelpunkt steht, lautet: Der Markt hat immer Recht. Hat der Markt immer Recht? Und der Markt oder die Märkte ist ja ein sehr vielfältig verwendetes Wort, das es eigentlich oft erstaunt, mit welcher Eindimensionalität der Markt zumindest im betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kontext gehört wird. Wir machen schon seit Jahren etwas anderes. Wir versuchen, komplett gegensätzliche, kontroversielle Blickwinkel zur Verfügung zu stellen, um damit auch den Widerspruchsgeist zu wecken. Die Veranstaltung der SOT Sommergespräche ist hiermit in einen Zyklus mit sehr illustren anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Top-Management-Symposium in Abbazia di Rosazzo oder der Landschaft des Wissens, die im September stattfindet, wo ein Herr, der heute anwesend ist und uns auch am Nachmittag begleiten will, der Horst Groß, hier federführend damit dabei tätig ist. Wir werden heute uns mit der Frage insbesondere aus einem Blickpunkt widmen, nämlich wie selbstständig die Märkte agieren sollen, beziehungsweise inwieweit Märkte geregelt und beschränkt werden müssen. Der Ahnherr der Ökonomie, Adam Smith, allen bekannt mit seiner Invisible Hand, wird als absoluter Befürworter des freien Marktes gesehen. Wenn man sich geschichtlich etwas damit beschäftigt, kommt man schon dahinter, dass eigentlich Adam Smith eher nur den Feudalherden sagen wollte: Lasst uns nur, wir können das schon selbst auch. Es reguliert sich schon selbst, ihr braucht es nicht immer eingreifen. Und auch Adam Smith hat festgelegt oder gemeint, dass gewisse Teile auch zu regeln sind. Als die Industrialisierung dann ungeahnt leidvolle Arbeitsverhältnisse geschaffen hat, sind Gegenstimmen laut geworden und die sind manifestiert insbesondere und fokussiert bei Karl Marx, der sich zwar nicht direkt mit dem Markt beschäftigte, aber zumindest das Ende des Kapitalismus ableitete. Dann wieder eine andere Änderung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Schreckgespenst des Kommunismus in Europa Angst und Schrecken hervorrief, kamen Ökonomen aus der österreichischen Schule wie Böhm, Barwerk, von Mises oder Hayek wiederum mit einer anderen These. Sie waren dann die mächtigsten Befürworter eines freien Marktverhaltens. Und jetzt kommt der nächste Schwenk, nämlich anlässlich der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren war der Ruf nach einer Markteinhegung wieder besonders hoch. Bis zur Weltwirtschaftskrise in den 70er Jahren, als hier dann wieder eine Hinwendung zu einem massiv die Marktfreiheit fordernden Umfeld sichtbar war, repräsentiert durch Milton Friedman, Chicago School, die auch schon sehr medienwirksam mit Fernsehauftritten einen Mainstream, nämlich das neoliberale Zeitalter, einleiteten. Und die nächste Verwerfung war dann die Dotcom-Blase zu Beginn der Jahrtausendwende. Zu diesem Zeitpunkt meinte man schon, dass eben der Markt das Machtwort gesprochen hat und die Dotcom-Unternehmen hinweggefegt hat. Seit 2008, seit dem großen Börsencrash, gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und zwar unterschiedliche Meinungen, die sich sehr diametral entgegenstellen. Hier ist die Austeritätspolitik, das sind Ökonomen wie Sinn oder auch Hoppe, der hier anwesend ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Neokeynesianer à la Flassbeck, Sie können sich an den Vortrag des Vorjahres erinnern, oder Schulmeister. Und in dieser Gemengelage zwischen diesen Begriffen, einerseits dogmatisch die Freiheit postulierenden und andererseits die Notwendigkeit von Staatseingriffen fordernden Ökonomen, ist es für alle von uns oder für viele von uns sehr, sehr schwer, sich ein möglichst objektives Bild zu machen. Beide scheinen recht zu haben, obwohl es sich um ein und dasselbe Themengebiet handelt. Konflikttheoretisch ist das eine klassische Aporie, ein Dilemma, eine dialektische Situation. Und wir werden diese gegensätzlichen Themen eben heute Vormittag diskutieren. Zu Beginn wird Hans-Hermann Hoppe referieren. Er selbst bezeichnet sich als Paleolibertär, also schon sehr, sehr hartnäckig und hart libertär im Gegensatz zu liberal. Und er wird postulieren, der Markt hat immer Recht. Darauf wird Professor Ingolfur Plüdorn, der Leiter des Instituts für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit an der WU Wien ist, anders auftreten und er wird postulieren, der Markt definiert keine Werte. Wir werden vielleicht so etwas wie eine kleine Antithese schon sehen und hören.
Und Walter Oetsch wird als Ökonom und Kulturwissenschaftler versuchen, diese Gemengelage mit einem historischen Blick etwas aufzulösen. Wir sind ja auch, so wie Sie uns ja aus unserer Beratungstätigkeit kennen, immer kreativ und erfindungsreich und haben auch uns heuer wieder etwas anderes überlegt am Nachmittag, nämlich ein Interview. Horst Groß wird ein Interview führen mit der Grande Dame der Politik und der Industrie, nämlich mit Brigitte Ederer, die etwas in sich vereint, was wir hier immer aufzeigen oder was wir immer merken hier, nämlich die Verknüpfung zwischen der volkswirtschaftlichen, politischen Sichtweise einerseits und der betriebswirtschaftlichen, einzelbetrieblichen Sichtweise andererseits. Nachdem sie von beiden Seiten kommt, wird die Fragestellung an Sie sein, ob der Markt eine betriebs- oder eine volkswirtschaftliche Erfindung ist.